Hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Da bin ich mal wieder frisch und munter und es geht weiter. Ja, es geht weiter, es geht weiter. Ich überlege gerade, gut, wir nehmen die Trainer da oben noch mit und dann sind wir schon durch. Ja, Kiefer-Sammler. Ach, Kiefer-Sammler, das ist jetzt ein bisschen doof. Weil so mein Lapras kann nichts, was gegen Kiefer ist. Kiefer sind ja eisresistent, ne? Oder er hat ein Sichlor. Was ist denn ein Sichlor her, sag mal? Das interessiert mich jetzt schon ein bisschen. Das interessiert mich jetzt schon ein bisschen. Okay, du bist ein Käferflug. Ich droppe meinen Eisstrahl raus in der Hoffnung, dass er mich nicht tötet. Ja, da hätte jetzt schon was anderes kommen können. Der hat auf jeden Fall, klar, eine höhere Initiative. War ein bisschen hoch gepokert. Aber wir treffen ihn. Und machen gut Schaden. Er ist draußen. Nice. Gut, gut. Ja, ich muss mich mal doch wieder ein bisschen heilen. Ne? Pinsir setzt ein. Da wechsle ich mal raus. Pinsir. Kann Feuervieh machen. Los, Feuervieh. Gegrillte Käfer. Habt ihr schon mal Käfer gegessen? Oder Insekten? Ich sag eher Insekten, nicht Käfer. Käfer ist eklig. Okay, Insekten sind auch eklig. Es gibt ja manche, die essen halt so in verschiedenen Gebieten, im asiatischen Raum, essen sie ja Insekten. Viele, die hier wohnen, probieren es natürlich auch und sagen so, ist gar nicht so schlecht, schmeckt voll lecker. Aber ich weiß nicht, ich kann das einfach nicht. Das geht überhaupt nicht. Uah. Ich da so rumknirsche auf dem Panzer und ich denke mir dann diese ganzen Beine, dann... Uah. Nee. Das geht nicht. Aber kann ja sein, dass ihr schon mal Insekten gegessen habt. Und wenn ja, könnt ihr mir mal sagen, ob es euch geschmeckt hat oder nicht. Und eure Erklärung oder was auch immer, euer Kommentar, wird meine Meinung nicht ändern. Ich werde definitiv niemals im Leben Insekten essen. Es sei denn, sie kriechen mir nachts im Schlaf hinein in den Mund und ich zerkaus oder so, ungewollt. Aber ansonsten, ne, nicht. Ich hab keinen Bock drauf. Aber du widerlich. Ob ich gegen dich kämpfen möchte? Aber natürlich, Mann. Ja, da gibt es bestimmt in den Gebüschen Sichlung. Und ein Pinsir. Also Pinsir für die andere Edition. Was hat sie denn? Ein Scharnierer hat sie. Ja, das haben wir schon öfters gesehen. Das ist irgendwie auch gar nicht so selten, habe ich das Gefühl. Echt komisch, dass sie da den Seltenheitsfaktor rausgenommen haben. Scharnierer war aber mega selten. Was setze ich denn gegen Scharnierer ein? Scharnierer ist ein Tank. Das ist ein Problem. Also diesen Spätz-Tank, aber kein physischer Tank, Alter, wie kein Gesang. Was? Jetzt habe ich hier so einen nervigen Kampf vor mir, ey. Die kann sich ja wahrscheinlich auch noch heilen, ne? Okay, warte. Jetzt fehlt mir mein Fighter, ne? So ein bisschen. Wir setzen mal Sandama ein, weil der hat Schlitzer. Schlitzer kam immer ganz gut an im Pokémon Stadium. Damit habe ich die Viecher immer komplett alle gemacht. Bodycheck. Mach den mal selber Schaden. Guck mal, ich bin Tank, ne? Merkst du? Macht mir nichts. Und genau für so einen Fällen finde ich ja jetzt Sandama echt krass. Genau für sowas. Bam! Guckt euch an. Schlitzer einmal weg. Es hat halt überhaupt keine Verteidigung, ne? Es hat halt nur spezielle Verteidigung. Mega hoch, aber keine normale Verteidigung. Genauso wie mit unserem Sandama. Es hat genau dasselbe. Es hat eine hohe Verteidigung, aber keine Spätzverteidigung. So, Marlene wurde besiegt. Die sieht doch übelst so aus wie die von Golden Boy, Alter. Hat die nicht auch sogar so ein rotes Kleid an? Weiß es nicht. So, komm. Guten Tag. Hallo, Arztrainer. Hier sollte uns niemand sehen können. Na los, kämpf gegen mich. Was ist mit ihm los? Ist da so ein Geheimnis draus? Hast du Angst zu verlieren, ne? Malte. Malte hat Angst zu verlieren. Georock. Oh, das ist jetzt aber eine ganz schlechte Wahl für dich. Eine ganz, ganz schlechte Wahl. Noch hast du ein bisschen. Du hast ein bisschen Zeit. Du kannst nochmal dein Pokémon wechseln. Noch schläft Lapras. Er wechselt nicht. Er setzt Tarnsteine ein. Na gut, aber wir wechseln das Pokémon ja nicht von daher. Bringen dir deine Tarnsteine leider auch nichts. Aber gut, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Taktik, ne? Aber du wirst merken, es bringt dir nichts. Nein, du bist jetzt einfach mal tot. Instant KO. So, was kommt jetzt?
Magneton. Oh. Wir wechseln nicht. Nein, wir wechseln nicht. Wir sind auf jeden Fall Typennachteil. Definitiv. Vielleicht rettet unser Eis da uns so ein bisschen. Aber was soll ich denn einsetzen? Surfer ist nicht effektiv. Eisstrahl ist, glaube ich, gegen Stahl nicht so unbedingt effektiv. Ist Eisstrahl gegen... Ist Eis gegen Stahl effektiv? Ich probiere es mal aus. Ich glaube aber nicht. Nee. Nicht sehr effektiv, okay. Ne, Donnerwelle, ja, macht doch. Solange er es noch keinen Schaden reindroppt. Ist mir die Paralyse eigentlich erstmal egal. Aber im nächsten Fall kommt Schaden. Wieder mache ich mal einen Drachenpuls. Lichtschild. Speziell auch noch. Oh, der Trainer, der ist gar nicht so schlecht. Ne? Der weiß, was er macht. Gut, wir hätten natürlich auch gleich wechseln können. Dann hätten wir jetzt die ganzen Probleme nicht. Ich hätte direkt einen Arcani einsetzen können. Ach, weißt du, das mache ich jetzt auch. Der Typ nervt mich. So. Nehmen wir jetzt halt ein bisschen Schaden. Hat er gut gemacht, der Trainer. Hat er gut seine Tarnsteine eingesetzt. Nehmen wir jetzt ein bisschen Schaden. Alter, ein bisschen ist gut, ey. Voll viel Schaden gemacht. So. Hier, bitteschön. Schöne Hitzewelle. Ja, komm. Warum? Als ob Hitzewelle verfehlt, ey. Das ist so ein Blödsinn. Ja, du verzweifelst. Brauchst du nicht. Kein Problem, kein Problem. Hier machen Flammenwurf. Vielleicht trifft der, ja. Als ob Hitzewelle verfehlt, ey. Kann denn eine Welle an Hitze das Ziel verfehlen? Na egal. Siehste, Feuer 4 hat auch noch geklappt. Apollo. Na gut, da wechsle ich auch mal. Zu Psychobraut. Er ist auch ein Typennachteil, ich weiß, ich weiß. Aber genauso macht Psycho auch gegen Geist. Schade. Wäre nice, wenn er dann einen Gänger gehabt hätte. Ja, da ist immer echt so der schnellste gewinnt. Da mein Simsala gar nicht mal so schlechte Initiativenwerte hat. Sogar richtig hohe, ey. Sogar echt da an dieser Stelle auch gut zu gebrauchen, ey. So, ich werde gleich mal kurz hier mein Team heilen. Medizintage. Wo ist der Paraheiler? Der ist ganz unten, ne? Ja. So, okay. Und dann werde ich mal einen Hypertrunk den Arcani nehmen. Und das sollte erstmal reichen. Also jetzt können wir mal kurz gucken, ob hier ein Kingler kommt. Okay, mit Kingler hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Aber gut, einen Krabi haben wir ja. Holen wir uns halt noch einen Kingler. Wenn ich es treffe. Alter, also ich werb schon übertrieben nach rechts. Geht doch. Ja, es bleibt aber nicht drin. Doch, bleibt drin. Okay. Gut, und wir erweitern immer mehr unseren Pokédex. Nice, nice. Eiskalten Kingler gefangen, ey. Mann. Da müssen wir ja kaum noch Pokémon trainieren, dass sie sich entwickeln, ne? Wenn man die sich hier alle schon fangen kann. Kani, sei mal nicht so groß. AP plus. 1000. Man sieht halt echt gar nichts, ne? Mit so einem Kani hier. Und Kingler, Alter. Kingler so fett. Mann, mein Controller ist nicht gelaufen. Ich wollte ausweichen. Nein, ich brauche keine Hilfe. Mir ist nicht mehr zu helfen. Nee, du. Nur ein Torbogger, ich komme nicht mehr durch. Ich glaube, hier gibt es keinen Sichler. Nein! Oh. Ja, mit Arcani kannst du nicht ausweichen. Das ist vorbei dann. Ich habe ja die Hoffnung, dass es hier einen Sichtlor gibt. Irgendwo versteckt muss es doch gehen. Puh, mal Proventa, um. Nehme ich mir mal mit. Kann man mal machen. Proventa. Alter, wie schlecht. Ja, ich mag dieses blöde
fangen sie es nicht. Ja, wie oft soll ich es noch sagen? Wie oft soll ich es noch machen? Ja, genau. Ich werfe schon in die Richtung. Ich war bei der Fliege. Och, leck mich doch echt. Hey, das ist doch eine Verarsche. Das ist doch so eine Verarsche. Alter, was ist mit dem blöden Kack-Controller los, ey? So, geht doch. Jetzt habe ich wie viele Bälle verschossen? 20 oder so, ey? Hey, was? Der Typ nervt mich. Ich werf gerade. Der Controller ist gerade zur Switch. Und der Ball, der fliegt einfach mal mega nach rechts. Nach links. Ja, genau, jetzt werfe ich nach rechts und der Ball fliegt nach links. Was ist denn los mit dem scheiß Controller? Ach, weißt du was, Alter? Ich hab keinen Bock mehr. Letzter Ball. Ja, leck mich doch, ein blödes Scheißvieh, ey. Hau da ab, ey. Kackding, ey. Sowas nervt mich extrem, ey, wenn diese Scheißsteuerung nicht funktioniert. Ich hasse diese Bewegungssteuerung wie die Pest, ey. Mich so an die Scheiße. Ja, ich bin jetzt sauer. Ist so. Ein Dreck hier, Alter. Kotzt mich einfach an, ey. Dämlicher Scheiß, ey. Ein Kack-Porenta, ey. So viele Bälle verbraten. Ein Scheiß hier, ey. Oh Mann, ey. Da brauche ich erstmal ein bisschen Schokolade, um runterzukommen. Nein, Quatsch, die habe ich in der Soline. Die esse ich jetzt. Ich glaube, sowas passiert mir dann auch beim Arctos. Sehr schweigsam gerade. Das nervt mich, diesen blöden Porenta nervt mich, ey. Ich will dieses Porenta haben. Und jetzt habe ich es nicht. Das blöde Porenta, ey. Das lässt mir keine Ruhe. Ich will es haben. Ich glaube, ich hol's mir nochmal. Verfluchtes Ding, ey. Ich weiß auch schon wieder, wie ich den Part nenne, ey. Oh Mann, ey. Scheißvieh, ey. Wenn ich dran denke nachher, ne? Ich ihn hochlade und dann. Gelbe Porenta, ey. Da oben gibt's nochmal ein Relaxo. Ich hatte gesehen gehabt im geheimen Dungeon. In der Höhle, da gibt's ja irgendwie auch Relaxos, oder? Ist, wenn man hier verkackt, hat man trotzdem da noch die Möglichkeit, Relaxos zu fahren? Fand ich ein bisschen krass. Hab mich ein bisschen gewundert. Oder einer hatte das hinten dran bei sich, dass es halt hinterhergelaufen ist. Natürlich auch sein. So, was gibt's denn hier? Da war gerade ein Porenta. Jetzt gesehen, ne? Oh, da ist noch ein Porenta. Top Lock Parfüm. Du wirst es jetzt sein. So, Revanche. Porenta. Alter, das gibt's nicht. Was ist denn dieser verdammten Lernstörung? Fernsteuerung, Alter. Ich habe keine Hyperbälle mehr, ne?
verdammtes blödes Kackvieh, Alter. Weißt du, sonst funktionieren meine Controller immer und kaum bei diesem Kampf, ne? Spinnt mein Controller rum, ey. Ich schmeiß nach rechts, er fliegt nach links. Ich schmeiß geradeaus, er fliegt nach rechts. Was ist los mit diesem Kackding? Das nervt mich. Ja, ich kann nicht noch weiter meinen Arm strecken nach rechts. Oh, ich hab's getroffen. Kommt doch eh wieder raus, das blöde Kackvieh, ey. Jetzt ist schon aus Hyperbälle befreit, ne? Da ist ein Su aber eigentlich total sinnfrei. So, wir können ja mal gucken, ne? Was sind diese Bären? Gibst du diesen Punkt? Wird das während der Fangversuch? Ja, Mann, Alter, werd mal rüber hier, Alter. Drück dich mal, mein kleiner Freund, ey. Springvieh. Muss ich nur noch treffen, ne? Oh Mann, Alter. Hallo. Warum fliegst du denn da hin, ey? Ja, noch mal eine Armzerrung. Wow, ich hab getroffen. Ach Mensch, jetzt bleib doch mal drinnen, Mensch. Blödes Vieh. Ist nicht wahr, oder? Es ist einfach nicht wahr. Diese verdammten Porentas. Was geht denn ab bei diesem Kackding? Ich hätte die zum Narren gehalten. Nee, Krabi, hau ab, Alter. Nerv mich jetzt nicht. Jetzt kommen die ganzen Assi-Viecher wieder, die man nicht will. Du, Flo. Alter, ich wurde zweimal zum Narren gehalten von diesen blöden Porentas. Ey, jetzt das richtige hier, Alter. Boah. Rage-Modus, Alter. Guck mal, da gibt's die Angel, ne? In dem Häuschen wahrscheinlich. Laurenz. Liebe Laurenzia. Laurenzia. Ey, diese blöden Porentas, ey. Och. Hey, sein. Ironie. Nervt mich, ey, dieses blöde Porenta. Schon zweite Mal, voll verarscht. Ich muss einen Meisterball einsetzen. Da lässt mir keine Ruhe. Nein, Meisterball werde ich nicht einsetzen, ey. Komm, wir probieren es nochmal. Ein Aufwecker, ist ja voll der Knaller, ey. Was haben wir hier noch? Ja, auch noch ein Trainer. Ne, den machen wir im nächsten Part. Den machen wir auch im nächsten Part. Ich will jetzt dieses blöde Porenta haben, ey. So, Duflo. Kannst du gehen, Duflo? Wir brauchen dich nicht. Taubsi brauchen wir auch nicht. Na, oh, Tauboga. Wir sind Vogel-Pokémon wieder, ey. Na? Kommt da was? Porentali? Oh. Wird gerade hoch ausreichen. Riesig, ist der Wahnsinn. Schön, dass du riesig bist. Aber Knaller. Knallerli. Noch ein Duflor. Und Krabi. Hau ab. Porenta! Where are you? I need a Porenta! Mirabla, wow! Komm ab hier! Ich glaube, wir lassen es. Ich glaube, wir machen es irgendwie. Weiß ich nicht. Irgendwann ein andermal. Da ist es! Nein! Mann!
Hau ab hier, ich will dich nicht haben. Ich muss direkt eine Beere einsetzen, wenn es noch in der Mitte ist. Das war nämlich mein Fehler, ich habe die Beere eingesetzt, wo sie rumgejumpt ist. So, wir haben alle Zeit der Welt. Alles klar, Pointer. Du kriegst ordentlich jetzt. Was sind denn die hier eigentlich? Achso, Items, nee. Und wir machen mal das hier. Muss ich gucken. Springen wir in die Mitte, komm. Na los, spring in die Mitte wieder. Spring in die Mitte. Spring in die Mitte, mein Kleiner. Ja, genau. So, jetzt kannst du haben. Und jetzt kriegst du so einen Ball in die Schnauze. Naja. Naja. Komm, perfekt. Besser geht's doch gar nicht. Okay, der Kreis hätte noch kleiner sein können, aber... Ey, was, Alter? Also wollte schon wieder wegspringen, das eklige Vieh. Okay, warte mal, wir müssen da mit Bären arbeiten. Wir müssen mit Bären arbeiten. Du willst es doch auch. Verzaubern ist. Mit Beeren. Ach du blödes Vieh, ey. Es bleibt drinne, Mann. Nee, komm. Och Mensch, jetzt geht die Kacke schon wieder los. Danke. Kleiner kann der Kreis jetzt auch nicht mehr sein. Es hat eine Beere. Es hat natürlich nur einen Superball. Oh, wir haben es. Danke. Verdammtes Pronto. So, ich werde dich nie wieder mehr angucken, anfassen und keine Ahnung was. Du bist scheiß wie verrotte in meinem PC, ey. Hauptsache ich hab dich, ey. Wirklich, ey. Das Ding mache ich Chop Suey, ey. Ist überhaupt Chop Suey irgendwas mit Ente? Keine Ahnung. Na ja, gut. Denn ja, wir haben es noch geschafft. Ein Glück, ich kann meine Ehre noch bewahren. Mehr oder weniger. Und wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen und Adiossi. Tschüssi.